Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SimCity. Ja, das müsste jetzt die 8. Folge sein schon im Together. Ja. Ja, wir schreiben Montag 18 Uhr. Ja, zu der Zeit bin ich schon wieder weg. Ein paar hundert Kilometer. Tja. Ich wollte schon immer zu einer neuen Star Trek Rally. Hey, sollten Sie ein Messeländer aufstellen? Nein, den mache ich nicht. So. Wie sehen wir denn mit Abwasser aus? Ich brauche ein neues Endrohr. Nein. So was bedient hier jemand. Wir haben jetzt schon eine ziemlich große Stadt mit einem Fernhafen gesehen. Was damit Touristen herkommen, das wäre toll fürs Geschäft. Nein. Was soll ich denn machen? 15.000 Einwohner. Ja, die Stadt muss wachsen. Was brauchst du denn noch? Ein Megaturm. Oder ein Elite-Megaturm am besten. Ja, geil. Innig. Ja, geil. Ah, durch eine Archäologie können auch Leute außerhalb der Stadt dann leben. 25 Tote pro Tag. Ach, weißt du. Na. Was, Archäologie? Ich hab da noch gar keine. Ah, nee. Wir sollten da vielleicht echt mal überlegen, eine Archäologie zu bauen. So, wo ist denn hier der Megaturm? Ja gut, hier hat er noch Platz, passt. Oh. Oh verdammt, was mit denn jetzt mit Strom? Nein, bitte nicht, bitte sag keinen Mangel Strom. Der Breche in der Stadt, was ist schön für dich? Ja, es brennt, das ist schön für dich. Drei Trümmer in der Stadt, das ist schön für dich. Oh, ich habe 4 verlassene Gebäude, finde ich nicht schön für mich. Was bist du? Ein Wal. Alter, das ist schon gerade eine komische Musik, die hier kommt. Ach komm, Alter, wie viel Zeug hier. Große Probleme im Gesundheitssystem, ja, das ist schön für dich. Ich frage mich, was für eine Animation kommt, wenn du den Megaturm abreißt. Mach's doch mal. Ja klar. Wobei gut, ich habe 1 Million, da wird es eigentlich nicht allzu schlimm, den wieder aufzubauen. Boah, du hast mehr Geld als ich. Wie viel mache ich eigentlich von der ganzen Bevölkerung hier gerade aus? 374.000 Leute, so. Das heißt, ich meine den Großteil an Geld, du machst den Großteil an Einwohnern. Wobei, jetzt habe ich 71.000, das heißt, du hast ungefähr 300.000 und ich habe die 10er. Alter. Kann ich Control-Net kaufen? Das ist viel zu wenig. Ich brauch mindestens noch 2.000 bis 3.000 Control-Net. Okay. So 800 Leute, überfüllte Klassen. Ja, dann. Überfüllte Klassen, aber ich krieg mein Ziel nicht. Das ist auch so eine Logik von SimCity, die ich hoffentlich nicht verstehen muss. Ich auch nicht. Ja, jetzt neue Schülerflut. Nein, die gehen alle wieder raus. Wenn ich das Ding jetzt hersetze, müsste er doch die Industrie doch auch mitnehmen. Oh, verdammt. Ich wette, Control-Net war gerade nicht verfügbar. Alter, das ist aber echt ein bisschen scheiße eigentlich. Wobei. Was hast du bitte für ein Problem? Müll. Ja, Müll. Problem. Dumm. Dann baue ich die Müllhalde daher. Wie viel kostet mich der Turm? Scheiße. Schön viel. Mach ich plus mit dem Turm? Nein, ich mach 500 minus, egal.
Dafür habe ich einen fetten Turm. Ach, ich bin hier schon wieder mit scheiß Strom. Nicht genug Müllwagen, ja halt doch Fresse, ey. Wieso habe ich denn plötzlich keinen Strom? Dann habe ich wieder Strom, dann wieder keinen Strom. Oh, oh, 91. 7 fehlen mir noch, 4 fehlen mir noch. 4, 3 fehlen mir noch, 2 fehlen mir noch, 2 fehlen mir noch. Upgrade verfügbar, Mama. Upgrade. Hat jetzt auch, dass du über 1 Million hast. Ja. Kannst du mir in die Versorgungsstadt bitte 250.000 Simoleon schicken? Ich muss dir dringend ein paar Dinge ausbauen und mir fehlt das Geld dazu. Jo, warte. Warte, ich muss ein Geschenk an den da hier um 250.000. Ich muss meine Feuerwehr ausbauen, ich muss meine Rettung ausbauen, ich muss meine Polizei ausbauen, ich muss meinen Megaturm langsam errichten und hinten und vorne fehlt es. Was für schon wieder Megaturm machen in der neuen Stadt? Ich muss ja machen, ich habe den Auftrag dazu. Ach so, okay. Es riecht verbrannt hier, Du kannst doch eigentlich mal die Müllwägen für... Was? Mit deinen scheiß Parkanlagen kannst du mich ja langsam echt mal am Arsch lecken. So, jetzt baue ich hier ein Millenniumhöfchen direkt neben... Alter, was soll die Scheiße denn? Schließen Sie das Forschungsprojekt fürs... Toll. Nein, den Auftrag nehme ich nicht an. Ja, bearbeite ich später. Sprach der Peter. Ja, geil. Alter. Das heißt, ihr könnt hier theoretisch auch bald eine Akademie bauen. Weiter steht, als Zehner stießen sie das Forschungsprojekt fürs. Mehr nicht. Aber wahrscheinlich muss ich hier irgendwie eine Forschung kriegen. Bisher 3. Ja, Müllprobleme, schön für dich. Den Elite-Mega, ich hab doch einen Elite-Megaturm, oder? Wieso habe ich denn da zum Beispiel nicht die Fusionsanlage? Das ergibt doch keinen Sinn. Die Steuern sind so hoch. Wer hat der Pech? Weißt du was, dann machen wir so und mal so. Okay, das muss ich jetzt hoffentlich nicht verstehen, ansonsten bin ich komisch. Warte mal. Abwasser. Danke für dieses großzügige Geschenk. Ja, ich habe jetzt aber ein bisschen mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr gehabt, den Pfeil nach unten zu drücken. Ich habe dann einfach mal ein bisschen mehr geschickt. Kernfuß. Aber. Nachfrage Industriegebiet. Offene Jobs für Mittel-Einkommensschicht, Jana, das freut mich doch für dich. Boah, weißt du was, war ich eben beim zweiten Megaturm, kann doch mich mal erlecken, yay. Yeah. Mir doch egal. War ich eben noch ein. Und zwar so ein Megaturm. Bisher 3. Ja, schön für dich. Und zwar kommt das Ganze... Wie viel Kartonnet habe ich denn? So wenig, scheiße. Fuck. Ach du Scheiße. Auf einmal bin ich gestiegen. Das heißt, was Abwasser betrifft, können wir jetzt auch das hier bauen. Fuck. Und zwar den Müll atomisierst, den Dings nicht atomisiere, sondern das Dings, wie ist das Ding gleich nochmal? Abwassersterilisator. Hast du den nicht schon? Nein, ich habe brauche dafür ControlNet, deswegen habe ich die ganzen Anlagen in meiner Stadt baut. Also. Denn dadurch habe ich nämlich im Endeffekt unendlich Wasser. Ja.
Wie ist denn Überlagerung? Ach so. Okay, er gibt sogar ausnahmsweise mal Sinn im SimCity. So, jetzt müssen wir mal hier reinquengeln können. Ich bin Überlagerung, ich bin kacke. Ich muss doch die scheiß Kurve hier wegmachen. Mann. Ey, du wolltest mir doch gerade eine Info geben. Um welche? Nee, nicht du, sondern der Sterilisator. Ach so. Ja, jetzt kann ich ihn bauen. So. Boah. Dum, 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 dum. Das heißt, ich muss noch ein Control-Net-Dingens da bauen. So, jetzt habe ich sogar einen Archiven bekommen für zwei Megatürme, eine Elite und einen normalen. Ja, ach, das freut mich. Das kann doch echt nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht sein. Ich muss mal kurz Control-Net von dir kaufen, weil sonst mein Ding nicht funktioniert. So, noch eine Solaranlage. Muss doch mal reichen hier. Habe ich so lange nicht so viel Geld bekommen. Was willst du bitte? So, dann gibt es bestimmt auch wieder andere Dachetage, oder? Ah, okay, jetzt, ja, ich weiß auch nicht, dass mir diese Dinge hier getrafft habe. Okay, ich weiß es immer noch nicht, aber naja. Sicherte Etage Skybridge Station. Müssen wir eigentlich auch mal bauen, ne? Also eine Skybridge. Wie viel Control-Net beziehe ich denn? Benötigt Kapazität? Das kann doch nicht sein. Control-Net-Karte. So. Wie viel produzierst du denn? 680. Das ist auch nicht so viel, ne? Glaube ich. Aber gut, solange ich Geld bekomme, kannst du es ja gerne holen. Alter, was macht eigentlich so krasse Verluste in dem scheiß Megaturm? Ja, sehe ich natürlich nicht. Er sagt, das ist im City. Wer ist das ein Problem, aber weiß nicht warum. So, weißt du was? Brauch mehr Arbeit, dann mache ich jetzt hier nur ein Apartment Turm. Mit Büroetage, mit Arktetage oder mit oder eine Apartment-Etage. Welche soll ich denn machen? Also ich werde jetzt meinen zweiten Turm nur mit Apartments machen. Boah, jetzt meinen ersten direkt mit Apartments. Eigentlich müsste man es glaube ich echt so machen, dass man einen mit Apartment, einen mit Büro, eine mit Nutzen, also Service. Ich glaube, das wäre am besten gewesen, aber naja, gut. Man kann ja 8 Stück bauen, was eigentlich wohl übertrieben ist für die Kartengröße, aber naja, gut. Oh, Wassermangel. Wobei, nee, geht eigentlich. Wobei, komm, ich baue einmal mal einen. Kostet ja nicht allzu viel. Dann bauen wir aber hier weißt aber nochmal. Weißt du, was du jetzt machst? Jetzt reiße ich bewusst alle Abwasserendrohre ab. Da haben wir noch eins, dass alle Kapazität auf den Abwasserdingens da übergehen. Okay. 17.000 Einwohner, juhu. 96.000 Einwohner, juhu. Uns geht's ganz gut. Ja, das freut mich doch. Profit heute, ja, freut mich nicht. Boah. Luftreiniger, 5. Generation. Da braucht man Luftreiniger unbedingt. Also gut, klar, wenn wir jetzt in die Industriestadt bauen. Parketage, na, das freut doch. Das ist das erste. Oh, eine Marktetage. Und welche eine Nummer brauche ich eigentlich am meisten? Was willst du denn bitte? Dünne Luft? Später. Ach du schon wieder, na komm, hab mich doch gern. Dich brauche ich jetzt nicht. Auf
von der mittleren Einkommensschicht. Das heißt, so wäre eigentlich ganz gut, oder? Ja, von der ganz oberen haben wir ganz wenig, von der ganz unteren haben wir okay. Das heißt, wenn wir mittleren und unteren abwechseln, dann müsste das eigentlich so ganz gut sein. Theoretisch. Aber Sim City hat immer so sein eigenes, naja, System. Wasser für 28 Monate. Ich denke, du kannst vom Sterilisator vertragen. So. So, was kann ich dir sagen? Das ist wir brauchen mehr Käufer. So. Ja, das, ganz jetzt auch noch nicht. Alter, hätte ich keine Ausgaben, würde ich 53.000 die Stunde machen. Und hätte ich mein Megaturm... Was willst du denn bitte? Hätte ich mein Megaturm nicht, würde ich 31.000 die Stunde machen. Alter, wie hast du das bitte geschafft? Ja gut, da habe ich im Megaturm wahrscheinlich jetzt so viel Geld, weil ja die meisten da drin leben. Aber sich trotzdem mal irgendwie so zu überlegen, ist eigentlich schon ziemlich krass. Der Megaturm will was von mir. Ja, ich mal, wieso belästigen die dich mal? Bürgermeister, unsere Märtage tut sich schwer damit. Ja, mach ich doch schon. So, und Baubeginn. Es gibt alle Läden zum Shoppen. Wir brauchen mehr Käufer, um Gewinne zu machen. Ja, ich mache zum ersten Mal Gewinn mit Megatürmen. Das freut mich. Ja, das. Aber auch nur wieder mit dem Apartmentturm. Uns geht's ganz gut. Ja, schon. Was fehlt dir denn da? Oh nee. So, jetzt kommen wir in eine Einser-Etage. Nee, ich habe gerade die Riesenechse wieder mal zu besuchen hier. Ja, frisst ein bisschen Müll. Aber sonst geht's ganz gut. Alter, wie verstopft die Straßen sind, egal. Muss jetzt so. Wie viele Leute leben eigentlich in diesem scheiß Megaturm? Sehe ich nicht. Schön. Bitte nicht auf Megaturm. Da macht ihn nicht kaputt. Ich glaube nicht, dass es geht. Also wenn er Megaturm kaputt machen könnte, dann wäre das schon arg unrealistisch. Wir wollen eine Bildungsetage. Ich kann eigentlich mal gucken. Ist die Etage ausgelastet? Ne, warte, ist die Etage ausgelastet? Ne, warte, ist die Etage... Heilige Monsterechse! Wir brauchen Strom, ja. Rathausmodul verfügbar. Ah, Apartment Etage 2. Hallo, du sollst auch auf ein höheres Niveau stehen. Jawohl, er frisst wieder mal einen Bündel. Ich glaube nur eine Tonne oder so. Was liegt da auf der Straße? Luxus-Apartment in luftigen Höhen. Keine Ahnung, es ist egal. So, was bauen wir jetzt in die Einser-Etage? Geschossen, wir stellen neu ein. Oh. Ja, das freut mich auch. Bildungsniveau. Ja. Baubeginn. Sonnenenergie-Dachetage. Unterricht für 0 Sims. Na, das freut mich. Echt. So viele Leute schon, muss ich aufpassen, dass sie dann, ne? Die ganzen Klassenräume ausgehen.
Ah, ich brauche noch ein weiteres Wohngebiet in der oberen IKS. Mein Ziel erreicht. Oh. Gefängniszellen sind voll. Alter, was ist das für eine fette so Dachetage, ey? Wie sieht es jetzt aus von hier aus? Alle überhaupt übertrieben. Den Tote pro Tag, na, an, hier ist ja noch ein Tatütata, hier ist noch ein Tatütata und da ist ja noch ein Zimmer zum Behandeln. Was? Der Megaturm macht ernsthaft? Ach, 80 Megawatt bloß, warum denn das? Mir sagt jemand, dass die Zeit abgelaufen ist. Oh, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns einmal in einer weiteren Folge von SimCity. Bewertet das Video, schaut auch beim jeweilig anderen Kanal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einer weiteren Folge. Tschüss. Tschüss.